Hallihallo, liebe YouTube-Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Dennis, ihr schaut die Pfleka Fotografie und ich, einige werden es schon erkannt haben, befinde mich heute in Friedrichshafen. Ich bin nicht alleine hergelaufen und nein, wir gehen auch kein Eis essen. Also ihr habt es vorhin gesehen, dass da eine riesengroße Eistüte war. Die Eistüte steht hier direkt am Hafen und ich habe mich hier mit dem Hans getroffen. Der Hans hat mich auch gefragt, ob ich mal mit ihm zusammen fotografieren gehe. Und das habe ich natürlich gerne und dankend angenommen, dieses Angebot, und habe mich mit dem Hans getroffen. Und wir wollen heute gemeinsam den Hafen unsicher machen. Und wir stehen hier auch schon am Turm, der übrigens, wie ihr gesehen habt im Vorspann, auch abends beleuchtet ist. Und hier wollen wir einfach mal schauen, was die Perspektiven heute hergeben und was die Kameraakkus hergeben. Und da wollen wir heute einfach mal ein bisschen Gas geben. Ihr kommt jetzt mit auf den Bildschirm. So, das heißt, wir haben jetzt hier das Stativ ziemlich in die Mitte gestellt. Der Turm hier kommt auch ziemlich mittig im Bild. Ich fotografiere auf einer Blende 11, damit ich einfach hier überall die ganzen Lichter hier des Weges entlang, am Turm entlang und hier drüben an der Hafeneinfahrt entlang die ganzen Lichter schön mit Blendensternen fotografieren kann. Stativ steht wieder relativ in der Mitte von der Mole, sodass hier unten die Symmetrie stimmt. Hier einfach die Mole hier so nach innen spitz zuläuft und ziemlich in die Bildmitte führt und dann dem Bild natürlich eine enorme oder eine schöne Tiefe bietet. Was ihr jetzt auf dem Display leider nicht sehen könnt, wir haben hier noch einen wunderschönen Sternenhimmel. Hier oben irgendwo sind die Sterne, die könnt ihr leider nicht sehen. Durch den Nebel wird es jetzt auch noch mal ein bisschen schwierig, die Sterne noch mit drauf zu kriegen. Wir probieren es nichtsdestotrotz, die Sterne drauf zu kriegen. Ich hoffe, das funktioniert. Das wird so die erste Bildeinstellung werden. Moleturm und Mole mit schönen Blendensternen. Ich hoffe, das funktioniert. Leider fahren nach 21 Uhr in Friedrichshafen keine Fähren mehr, sodass Lichtzieher in den einfahrenden Hafen leider nicht möglich sind. Aber ich bin mir sicher, wir finden hier auch noch die ein oder andere Perspektive. Ich laufe auf jeden Fall nachher mal noch außen rum. Da kann man nämlich außen auch noch auf die Mole rauflaufen und dann den Turm von außen vom See fotografieren. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Ja, und vielleicht noch die ein oder andere Drohnenaufnahme. So, also die erste Perspektive mit der Mole hier und dem Moleturm, so Richtung Moleturm, will heute Abend irgendwie nicht so ganz funktionieren. Aber ihr kriegt die Bilder natürlich trotzdem zu sehen. Aber so richtig den Wow-Effekt habe ich einfach noch nicht aus diesem Bild. Deswegen werde ich jetzt noch die Perspektive wechseln und werde einmal den Katamaran so ein bisschen versuchen noch in Szene zu setzen und natürlich rauslaufen auf die Mole, so wie ich es schon angesprochen habe, und von draußen noch ein, zwei Bilder machen. Dann geht es eigentlich auch langsam schon wieder Richtung Heimat, denn wir haben jetzt schon 9:30 Uhr. In diesem Sinne, Bilder folgen jetzt. Thank you.
So, eine Perspektive, die ich jetzt noch gefunden habe oder die wir noch gefunden haben, hier eigentlich am Ausläufer von der Mole. Ihr seht es jetzt hier leider etwas schlechter. Moment, ich muss mal gucken, ob ich euch mehr Licht geben kann. Jawohl, so kann ich euch mehr Licht geben. Also wir haben oben drin hier die Sterne. Wo bin ich denn? Da. Wir haben oben drin hier die Sterne. Dann haben wir hier den Moleturm und den die Mole an sich selber schön von links ins Bild reinlaufend. Ja, das kommt gar nicht schlecht. Aber klar, durch das ganz leichte Nebelschwaden und so weiter ist es nicht ganz so einfach, das jetzt umzusetzen. Ich bin aber trotzdem mit dem ein oder anderen Bild, ich war auch vorhin hier unten, und hier unten habe ich auch schon Bilder gemacht, bin ich aber zufrieden und deswegen kriegt ihr jetzt diese Bilder zu sehen. So, der erste Spot, den wir uns hier jetzt gesucht haben, ist eigentlich auf der gegenüberliegenden Seite, aber quasi von der Abfahrt, wo die Fähre normalerweise fährt. Ich zeige euch das einmal kurz, dass ihr das seht. Und die erste Perspektive habe ich jetzt eben gewählt, dass ich die Kirche, die ihr da hinten gesehen habt, und das Graf Zeppelin Haus noch mit drauf habe. Ich probiere das Ganze jetzt auf 35 mm ohne Kropffaktor, dass man einfach mal die Fähren sieht, das Graf Zeppelin Haus sieht und eben hauptsächlich die schön beleuchtete, wie heißt die Kirche? Nikolauskirche. Die Nikolauskirche im Hintergrund sieht. Meinst du, das ist ein Spot? Das ist gut. Ich finde es auch nicht so schlecht. Bahnhof, gell? Nicht Graf Zeppelinhaus. Aber das ist doch das Graf Zeppelinhaus. Nein, das ist der Hafenbahnhof. Das Graf Zeppelinhaus ist vorne. Aber es ist Zeppelin Museum. Das ist Museum. Das ist. Ah, es ist Zeppelin Museum. Okay, also nicht das Graf Zeppelinhaus. Das Graf Zeppelinhaus ist vorne. Da kenne ich euch noch, kann ich euch noch eine Anekdote erzählen. Vom Klassentreffen war ich nachts eingesperrt im Parkhaus vom Graf Zeppelin Haus. Die machen um 0 Uhr zu. Ich wollte um 1 zurück ans Auto. Ja, ging dann eben nicht mehr. Hallo. Servus. Oh, da haben wir aber unten drinne irgendwas, was richtig schön. Ah ja, genau. Ich mache mal kurz das Licht aus. Ich melde mich gleich wieder, wenn das erste Bild im Kasten ist, weil das sorgt jetzt tatsächlich für Gegenlichtsituationen. Und ja, das macht das Objektiv, so gut es ist, dann doch nicht mit. Ja, das ist tatsächlich schade, dass man die Sterne hier nicht sieht. Die sind echt über dem See, das hast du gerade schon gesagt. Also, es ist auch tatsächlich die Schwierigkeit hier. Wir haben am Hafen so richtig schönes gelbes Licht und die Nikolauskirche, die ist so richtig weiß beleuchtet. Und rein theoretisch müsste man jetzt eigentlich eine Doppelbelichtung machen und nur die Nikolauskirche nachher rein quasi richtig belichten, weil die doch durch das weiße, grelle Licht echt raussticht aus dem Ganzen. Wenn ich mir das hier so angucke und wir gehen da mal so ein bisschen rein, ist schon krass, wie fast überbelichtet die schon ist. Also das Zeppelin-Museum hier und der Hafenbahnhof, alles durch das gelbe Licht richtig schön. Und dann dieses grelle Licht hinten, krass. Wirklich krass.
aber richtig schön. Guck mal, das Panzer Hochhaus sieht man auch schön. Ja, genau, das Hochhaus hinten, das sieht man auch richtig schön noch in dem Bild. Genau, also an sich ist das ein schönes Bild hier und eine schöne Perspektive, aber eben Problematik mit der Nikolauskirche, dass die so krass hell belichtet ist, dass das Probleme gibt. Aber Hans, wir kommen mal zu dir. Danke erstmal für die Einladung hierher. Ja, danke, dass du gekommen bist. Ja, gerne, gerne. Ich habe es euch gesagt, ich mache das möglich. Wenn mich jemand einlädt, dann komme ich auch. Und Friedrichshafen ist ja jetzt zum Glück von Sipplingen nicht ganz so weit. Ja, wie kamst denn du eigentlich dazu, dass du mich hierher eingeladen hast? Ich habe durch Zufall ein Video von dir entdeckt auf YouTube. Und was ich erst beim zweiten anschaue, in Ruhe nachher, mich näher damit beschäftigt habe und festgestellt habe, dass dein Video irgendwas Besonderes hatte. Einmal die Erklärung, dann dieses ganz normal. Ich dachte, hey, du bist ein Typ, der in der Bodenseeregion lebt. Ich kenne dich nicht. Ich muss dich kennenlernen und zusammen zum Fotografieren zu gehen, weil du authentisch bist. Und das habe ich jetzt heute Abend erst mal richtig gesehen. Also ganz verrückte. Ja, wenn ihr gesehen hättet, wie der Vorhand des See runtergejuckt ist, da sieht man einfach, dass er 30 Jahre jünger ist wie ich. Ja, fast 30, ja? 25. Und, nee, ich muss sagen, deine Videos sind einfach toll gemacht, auch deine Bilder, das hat mich einfach interessiert, weil ich sage, da kann man echt noch was lernen und auch den Spaß, wo man hat dabei, das ist eigentlich so toll. Und ich würde mich freuen, wenn man wieder mal auf einen Fotostopp sich treffen würde, was einfach super ist. Ja, das machen wir natürlich. Und was, ja, das, was uns natürlich auch noch verbindet, ist, dass der Hans auch noch Motorradfahrer ist. Richtig. Ich selber bin auch noch ein bisschen Motorradfahrer. Zwar habe ich momentan keine mehr, aber es kommt diesen Sommer wieder eine her. Also 25 im Sommer kommt wieder eine her. Und da will ich vielleicht auch die ein oder andere Motorradtour machen, Kamera mitnehmen und nehme euch dann da auch gerne mal mit. Vielleicht komme ich dann auch mal bei dir, um mit dir zu fotografieren, mit dem Motorrad vorbei. Oder wir zwei gehen einfach mal auf eine Tour in die, yep, Berge und machen dann ein Video. Auch kein Problem. Wie lange fotografierst du? Seit 50 Jahren ungefähr. Seit 50 Jahren. Das heißt, du hast mit 15 angefangen? Ja. Und zwar gerade hier gegenüber, okay, war früher eben unsere Fotogruppe. Und da haben wir eigentlich so die Grundlagen vom Fotografieren gelernt. Ja, war eine tolle Zeit. Viele Nächte sind da flöten gegangen beim Entwickeln und beim Vergrößern von den Bildern. Eine andere Zeit wie heute von Fotografie her. Wir hatten viel mit den Schweizern in Romansland zu tun. Also war richtig schöne Zeit vom Fotografieren. Ja. Leider ist heute in Friedrichshafen in der Richtung eigentlich gar nichts. Ich glaube, der nächste Fotoclub gibt es in Ereskirch. Konstanz gibt es auch. Konstanz, einen, ja, und Tettnang noch. Ja. Genau. Aber ansonsten durch die Handys merkt man schon, dass immer weniger mit einer richtigen Kamera fotografieren. Ja, und leider. Das stimmt. Also die Handys ersetzen die heutigen modernen Kameras natürlich immer mehr. Gibt ja auch schon Leute, die sagen, mein Kumpel fotografiert unsere Hochzeit mit dem Handy. Mhm. Was fasziniert dich an der Fotografie heute noch? Wenn du sagst, du hast vor 50 Jahren angefangen, war die Fotografie ja noch mit dem Film unterwegs. Mhm. Entwickeln, viele Nächte sind da drauf gegangen. Also sagst du, durch die Digitalisierung sind auch soziale Kontakte weggebrochen, die früher da waren? Oder ist es heute trotzdem immer noch genauso einfach durch Facebook, Instagram, wo man sich eigentlich vernetzen kann, dann doch gemeinsam loszuziehen und auch mit der digitalen Welt? Nee, ich finde einfach zu analogen Zeiten dieses Feeling, dieses Zusammensitzen abends in so einer Dunkelkammer mit noch ein paar, gemeinsam Bilder zu entwickeln, dieses Abwedeln früher, was man heute mit Photoshop oder so macht, das war alles was ganz Besonderes, dieses Klicken der Kamera, dieses, ja, Auslösegeräusch, das ist heute noch für mich Faszination an der digitalen Kamera. Das gehört zum Fotografieren dazu. Dann, wenn sie so in der Hände hältst, das ist wie beim Motorrad. Ja. Wenn ich heute so ein E-Bike angucke oder sowas, das sind keine Motorräder. Das ist also für mich eine Schande. Oh, aber Moment, unser Licht ist ausgegangen. Akku leer. Wir müssen tauschen. Vielleicht hält die noch ein bisschen länger. So, dann seht ihr uns auch wieder. Und wenn man hier morgens so am See sitzt beim Fotografieren, das ist immer noch ein besonderes Gefühl. Das kann man mit dem Handy nicht erzeugen. Ist einfach Natur genießen und Kamera mitnehmen, ist schon was Besonderes, immer. Ich vergleich's Fotografieren tatsächlich gerne mit dem Angeln. Also es ist Warten auf den richtigen Moment. Die Angler warten auf den Biss, auf den richtigen Fisch. Mhm. Und wir warten auf den richtigen Moment, wenn der Sonnenuntergang, der Sonnenaufgang, irgendwas Besonderes passiert, wo du sagst,
Das möchte ich jetzt festhalten. Drum sage ich auch immer gerne den Spruch zu meinen Kollegen, die mit mir unterwegs sind, und beißen die Bilder. Genau. ist so der Spruch, den ich immer wieder gerne sage. Genau, ich vergleiche das, also ich empfinde da genauso wie du, das ist schon ein tolles Erlebnis morgens, vor allen Dingen auch schon allein dieses Gefühl, überhaupt rausgekommen zu sein. Man fühlt sich so stärker und sagt, boah, cool, ich habe es geschafft, vor dem Sonnenaufgang unterwegs zu sein und kann jetzt den Moment abwarten, bis die Sonne aufgeht und kann die Kamera einrichten, kann mich darauf einstellen und kann das Bild machen. Also es ist schon eine coole Sache so, und das verbindet auch für mich die Fotografie. Und aber vor allem, du weißt gar nicht, was passiert. Gell? Du stehst morgens um 3 oder um 4 Uhr auf, sitzt unten am Wasser und wartest und wartest. Und wenn du Pech hast, kommt der Nebel. Gell? Oder irgendwas ist ja oft genug. Und trotzdem findet man irgendwo ein Motiv, was anders eben. Ist einfach dieses Rauskommen und versuchen, schöne Bilder zu machen, mit Fotos nach Hause kommen. Das ist eigentlich so das Wichtigste, den Spaß einfach. Genau. Ja? Und das ganz Witzige finde ich eigentlich auch immer noch, ist, du gehst raus, hast ein Bild im Kopf, das du machen willst, und irgendwie auf dem Weg dorthin findest du was, wo du sagst, das fotografiere ich jetzt einfach mal, oder auf dem Weg zurück, das nehme ich jetzt auch noch schnell mit. Und meistens ist es genau dieser Momentschuss, wo ich sage, boah, das Bild, das gefällt mir eigentlich vom Ding her noch am besten als das eigentliche, was ich im Kopf hatte. Und was, ja, das ist das. Man geht zum Beispiel vorne an die Schlosskirche, man will die Schlosskirche fotografieren, und dann siehst du was anderes. Du fährst einfach in die andere Richtung, sagst, nee, das muss ich als erstes fertig machen. Ja. Und dann triffst du ein paar Leute. Morgens hast du immer so die Jogger. Ja. Dann hier sind ja immer noch sehr viele Leute beim Schwimmen, auch im Winter, sieht man jeden Morgen. Ja. Dann Leute, wo zur Arbeit gehen, dann denke ich immer, wenn du die so hetzen siehst, guck mal, die springen alle zur Arbeit. Ich muss ja auch gehen, aber. Ja, klar. Du machst das so in Ruhe, irgendwie ist alles anders. Ja. Also es ist einfach ein Traum, es macht immer noch Spaß zum Fotografieren. Und wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, geht raus, macht Bilder so oft, wie es nur geht. Man lernt immer dazu, lernt immer nette Leute kennen. Ja. Dann hast du immer ein schönes Erlebnis. Und das kann man mit Geld nicht kaufen. So dieses Feeling, das ist was ganz Besonderes. Das finde ich auch. Und deswegen danke erstmal für die Information. Es war schön, dich kennenzulernen. Wirklich, muss sagen, ganz, ganz feine Kerle. Macht Spaß, macht Spaß. Vielen, vielen lieben Dank. Hört man natürlich gerne. Genau, wir gehen jetzt aber weiter. Du hast da vorne noch gesagt, da vorne gibt es noch eine Möglichkeit. Die erste haben wir hier jetzt genutzt. Die Bilder nach unserem Gelaber kriegt ihr jetzt präsentiert. Und dürft euch das ein oder andere Bild hier angucken. Und wir arbeiten uns derweil nach vorne und sehen uns dann vorne wieder. So, nicht bewegen, nicht bewegen. So, also, der letzte Spot, den der Hans mir versprochen hat, der hat es dann tatsächlich noch in sich gehabt. Und zwar haben wir einmal hier den Mole-Turm und die Mole komplett als linken Ausläufer, die Nikolauskirche im Zentrum und hier drüben den Fährehafen und das Zeppelin-Museum haben wir auch noch mit drin. Sieht also von der Plattform hier oben über der Mole richtig schön aus. Und ich kann sagen, ja, obwohl ich am Anfang gesagt habe, das wird heute nichts, haben die Bilder dann hier doch noch die Fototour gerettet. Aber mir wird es jetzt langsam kalt und dem Rest auch. Und das sollen die Bilder für heute Abend gewesen sein. Die Bilder, die ich hier gemacht habe, blende ich jetzt noch kurz ein.
Ja, nachdem ihr die Bilder gesehen habt, bleibt mir nichts anderes zu sagen, wie ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir und dem Hans. Also uns, Hans, hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, richtig schön, doch hat sich gelohnt. Ja, wir beide hatten unseren Spaß und haben doch das ein oder andere schöne Bild mitgenommen. Wenn euch es gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert kostenlos meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Und kleine Anekdote, ich habe euch am Anfang Drohnenbilder versprochen. Ja, ich weiß, die sind nie gekommen. Liegt ganz einfach daran, hier am Hafen in Friedrichshafen habe ich erst geguckt auf der DJI-App, ob ich hier fliegen darf, als ich hier vor Ort war. Hatte da den Einspann schon eingesprochen, habe die Drohne rausgezogen und tada, wie es immer so ist. Ja, sagt die DJI-App, dann du darfst hier nicht fliegen. Also dann fliegen wir halt hier nicht. Okay, ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es so ist, Daumen hoch, abonnieren, Glocke und so weiter. Ihr kennt die Spielchen. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und ich hoffe, ihr habt bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Endlich mal wieder mit einem Video vom Bodensee aus Friedrichshafen mit dem Hans zusammen. Wir wünschen euch alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Video. Euer Dennis. Ciao.